frisch auf, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier mit netten Mitwanderern unterwegs. Der Bernd ist am Start, der Klaas, die Alexandra ist am Start. Man kann ja schon fast sagen, das ist hier die Köln-Fahrtruppe, die hier heute unterwegs ist. Auch wenn wir in unterschiedlichen Distanzen laufen. Aber wir laufen hier 17,5 Kilometer im Kreis rund um den Flughafen Düsseldorf. Ein bisschen Quälerei, ein bisschen Lärm. Aktuell ist es am Regnen. Mal schauen, wie es sich weiterentwickelt mit dem Wetter. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ja. Bernd, du Räuber. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem neuen Video. Ja, herzlich willkommen am Flughafen Düsseldorf. Für uns geht es jetzt erstmal wirklich pillegerade an der Start- und Landebahn entlang, also außerhalb des Flughafens selbstverständlich. Ja, richtig cool, richtig cool. Ja, hier am Flughafen Düsseldorf habe ich tatsächlich auch mal 2 Jahre fast gearbeitet, oder knapp 2 Jahre gearbeitet im Sicherheitsbereich. Ich konnte die ganzen Fluggäste da ja, begrüßen, die in Urlaub fliegen oder geschäftlich unterwegs sind oder wie auch immer. Ja, am Anfang war das gar nicht so einfach, wenn man sich denkt, oh, die fliegen jetzt schön in die Sonne, hier hast du schlechtes Wetter, es ist kalt, oder nach Amerika, New York, Las Vegas und wie auch immer, auch wenn es gerade konkret Las Vegas diese Direktverbindung hier ab Düsseldorf nicht gibt oder gab zu der damaligen Zeit. Ja, es sind schon trotzdem sehr, sehr spannende Reiseziele, die da angeflogen werden, teilweise mit kleinen Maschinen. Teilweise mit richtig großen Maschinen. Also Flughafen übt für mich immer irgendwie eine Faszination aus. Also hier habe ich auch schon mit Kamera gehockt und habe Fotos gemacht von den starten und landenden Flugzeugen. Richtig cool auf jeden Fall. Ja, tatsächlich glaube ich, dass diese Runde hier ein Stück weit auch abstumpfend ist für den Kölnfahrt. Klar sind natürlich die Highlights hier, der Flughafen, die starten und landenden Flugzeuge. Aber wenn man das mehrmals gemacht hat, dann ist es auch immer langweilig. Und ja, die Wege sind halt, ich würde mal sagen, vergleichbar zum Kölnfahrt. Kommt natürlich auch so ein bisschen auf den Abschnitt an. Aber einfach um abzustumpfen, ein bisschen ja, im Kopf anders zu denken. Bei solchen Distanzen, auch mit Straßenlärm und so weiter. Klar ist das jetzt alles noch irgendwie handelbar, weil wir auch noch frisch sind. Aber ich sag mal so, bei 120 Kilometern oder so an einem Flughafen vorbei, das ist schon nicht geil, ne? Vor allem, wenn da richtig viel Betrieb ist. Da startet gerade wieder ein Flugzeug da hinten. Wer weiß, wo es hinfliegt, das ist halt das Geheimnis. Könnte man jetzt über eine App herausfinden, Flightradar. Aber spare ich mir jetzt an dieser Stelle. Thank you.
Ja, Kilometer 11. Wir sind jetzt angekommen in der Airport City. Der Klaas hat eben schon gesagt, Betonblöcke, hat er auch recht. Aber irgendwie hat das auch was, dieses Architektonische hier in Kombination mit dem Flughafen. Also, weiß nicht, ich schaue mir sowas sehr, sehr gerne an. Du nicht, hast du gesagt, ne? Ja, geht so. Geht so. Wenn man Natur ist, dann doch ein bisschen angenehmer. Ja. Aber, ja. Ist auch nicht so viel lernen, ne? Was soll ich großartig dazu sagen, ja. Ja, ja, ja. Nee, ich bin da komplett bei dir. Aber es geht ja auch nicht darum, dass es schön ist, sondern dass es einfach nur ein stumpfes... Genau, das ist psychologisches Training, was wir heute machen. Ne? So sieht's aus. Danke, Klaas, fürs Interview. Ja, sehr gerne. Sehr gerne, ja. Bitte schön. Kann man dir irgendwie eine E-Mail schreiben? Ja, dr@drurbex.de, da gebe ich auch psychologische Beratung. Ja? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr Probleme habt mit der Ehefrau oder so, schreibt mich an. Ja, die erste Runde durchs Terminal des Düsseldorfer Flughafens ist durch. Eine zweite wird sicher noch folgen. Mal schauen, vielleicht gehen wir bei der nächsten Runde dann mal nicht beim Abflug, sondern vielleicht bei der Ankunft durch, wobei es ja auch sehr uselig und dunkel ist. Vielleicht gehen wir auch außen entlang, weil die GPS-Uhr halt auch kein GPS hat in dem Terminal und dann entsprechend keinen Bogen zieht, sondern eine Linie. Was das aber auch kein Problem ist, aber einfach nice to know fürs nächste Mal. Jo, und so geht es jetzt hier erstmal weiter zum Verpflegungspunkt Nummer 1, was gleichzeitig Start- und Zielpunkt ist. Ja, mal schauen. Ich glaube, ich habe eben gehört, der Ingo soll eventuell kommen. Ob der kommt, das werden wir sehen. Also das ist schon eine richtig verrückte Nummer, die wir hier heute machen. Die ganzen Touristen und Urlauber, die jetzt wegfliegen, die da gerade am Flughafen Fernbahnhof standen, die haben wahrscheinlich auch gedacht, immer, was ist mit denen nicht in Ordnung. Entweder das oder die waren mit ihren Tickets beschäftigt und wussten nicht, wie sie zum Flughafen kommen und so weiter. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ich hatte ja erzählt, vor 2011 so in dem Dreh, habe ich 2 Jahre hier am Flughafen gearbeitet. Ganz ehrlich, es gab nichts, was ich nicht erlebt hätte, ohne jetzt genauer ins Detail zu gehen, aber startet gerade wieder ein Flugzeug. Yeah, man. Geil. Also ich finde das endgeil, wenn die Turbine da startet oder die Triebwerke. Man kann es jetzt leider nicht sehen. Ich hinter dir so einen kleinen Wall. Aber es ist richtig geil, richtig geil. Genau, hat es schon geklingelt. Ja, die erste Runde ist rum, 17,5 Kilometer. Wir machen jetzt hier eine kurze Pause und dann geht es auf jeden Fall schon auf Runde Nummer 2. Ich glaube, es wird auch bei 2 Runden bleiben. Der Wald, der hier vor uns liegt, der ist nicht ganz so koscher, sagen wir es mal so. Der wird wahrscheinlich abends und nachts für andere Zwecke verwendet werden. Ohne weiter tiefer ins Detail zu gehen, so, wenn wir uns jetzt erstmal hier uns ein bisschen stärken, das Essen, was trinken. Klaas hat einen Stuhl dabei hier. Bei dir läuft das Glas. Ja. Ich habe noch einen zweiten dabei. Ich habe einen Kaffee dabei. Ja, und wir verweilen jetzt hier noch ein bisschen und dann geht es auf die nächste Tour. Also fahren wir wieder die gleiche Runde. Und schauen, was noch für spannende Highlights sind.
Ja, passenderweise kann ich euch schon mal verraten, dass in der nächsten Zukunft ein Video rauskommen wird, was es so in der Form, zumindest laut meinen Recherchen, nicht auf YouTube zu sehen gibt, von einer Wanderung, die zwar schon gefilmt wurde, ja, aber nicht in der Art und Weise, wie, ja, wie ihr meine Videos kennt, schöne Detailaufnahmen, sondern die sind eher sehr oberflächlich gewesen. Da werde ich auf jeden Fall sehr viel Zeit für investieren und wird auch im Ausland sein, im europäischen Ausland. Vielleicht mal als kleinen Tipp: Für dieses Land braucht man einen Reisepass, den ich beantragen musste, weil ich bisher keinen hatte. Das war bis dato auch nicht notwendig, aber der Reisepass ist beantragt. Sobald der Reisepass da ist, werde ich mich dann mal nach einem Flug umschauen. Schauen, wie wir günstig von A nach B und wieder zurückkommen. Werde ich jetzt aber im Detail nicht verraten, wo es hingeht, welchen Wanderweg ich laufe und so weiter. Wird aber auch ein Rundkurs sein, also kein Fernwanderweg oder ähnliches, sondern ich werde da ja mit minimalstem Gepäck unterwegs sein. Also wie gesagt, lasst euch mal überraschen. Es wird auf jeden Fall richtig cool. Da freue ich mich schon wirklich sehr drauf. Das ist auch was Besonderes für mich. Warum das was Besonderes für mich ist, könnte ich eigentlich verraten, weil ich an diesem Ort oder in dieser Gegend schon mehrfach gewesen bin und es bisher nahezu immer sträflich verpasst habe, dort mal Kilometer zu laufen. Ja, weil die Gegebenheiten dort ja vieles mit ja, öffentlichen Verkehrsmitteln einfacher macht. Aber sowas zu erkunden zu Fuß, kennt ihr ja wahrscheinlich auch, wenn ihr Wanderungen macht, dass ihr hier mal guckt und da was Neues entdeckt, wo ihr vielleicht schon 100 Mal mit dem Auto dran vorbeigefahren seid. Und genauso wird es mir gehen. Ich habe da eine richtig coole Wanderung vor. Seid auf jeden Fall gespannt. Das wird auf jeden Fall eine richtig interessante Wanderung werden. Wenn es dazu nähere Informationen gibt, werde ich euch natürlich darüber informieren. Ja, so geht es hier auf die zweite Runde rund um den Flughafen Düsseldorf. 20 Kilometer Marke werden wir wohl schon vor einiger Zeit passiert haben. Ich schätze mal, wir sind jetzt vielleicht bei Kilometer 23. Jo, läuft. Die drei laufen aktuell ein kleines bisschen vor mir, weil ich hin und wieder auch mal die starten und landenden Flugzeuge mir anschaue und auch filmisch festhalte. Also ich finde diese Szenerie mit dem Tower, den Terminalgebäuden und so weiter, auch hier links mit den Cargo-Gebäuden, finde ich auf jeden Fall sehr spannend, sehr interessant. Planespotting oder Flugzeugbeobachtung habe ich auch schon gemacht früher. Daher kenne ich auch die App Flightradar 24. Habe auch schon mit großen Objektiven und Spiegelreflexkamera Fotos gemacht von Flugzeugen und so weiter. Also das ist, ich will jetzt nicht sagen, wie meine Westentasche hier, aber ich würde schon sagen, dass ich eine gewisse Grundkenntnis habe, was den Flughafen hier angeht. Und ja, wie so ganz grob mal das Fliegen funktioniert. Nicht zuletzt auch durch diverse Flugsimulator auf dem PC. Das war auf jeden Fall auch ganz, ganz interessant. Kurz vor den 30 Kilometern haben wir das Terminal zum zweiten Mal hinter uns gelassen. Und im Hintergrund den Tower. Finde ich auch immer unglaublich spektakulär. Da habe ich mal eine Dokumentation gesehen. Ich glaube bei YouTube war es oder bei Spiegel TV oder irgendwie sowas. Wo die so ein bisschen ja, hinter die Kulissen geschaut haben. Finde ich per se immer interessant. Einfach, ja, wenn man das Flugzeug da stehen sieht, einfach erstmal nicht weiß, ja, was wird denn da gemacht? Wie machen die das? Warum machen die das? Und ja, gibt für mich
wie gesagt, ein Blick hinter die Kulissen. Hilft mir, einfach gewisse Dinge besser zu verstehen. Da knallt schon wieder ein Flugzeug her. Das ist schon echt spektakulär hier. Ich glaube, ich muss dringend nochmal hierher und mal ein paar schöne Aufnahmen machen hier von den Flugzeugen. Ja, richtig cool auf jeden Fall. Ja, und auch gerade was das Thema Verspätungen angeht und so weiter, ne? Da hat man ja meist sowohl als Fluggast als auch als Gast der Deutschen Bahn wenig bis gar kein Verständnis. Vor allen Dingen, wenn sich diese Dinge aufsummieren, du dann am Ende irgendwie am Zielpunkt mit 3 oder 4 Stunden Verspätung ankommst, kann ich natürlich verstehen. Wenn man aber so ein bisschen versteht, wie dieses ganze System funktioniert, dass das eine vom anderen so ein bisschen abhängt, wenn das eine nicht funktioniert, dass das andere auch nicht funktioniert, ich glaube, dann hat man so ein Stück weit mehr Verständnis dafür, wenn mal was nicht richtig funktioniert. Ja, 30 Kilometer habe ich jetzt. 4 dürfte es noch sein bis zum Parkplatz zurück. Vielleicht 4,5. Ja, schlagen wir uns hier erstmal durch den Cargo-Bereich durch Richtung Flughafen Fernbahnhof. Ja, und dann sind wir quasi schon auf den letzten Meter. Ja, unsere Aviation-Tour rund um den Düsseldorfer Flughafen neigt sich dem Ende entgegen. 2 Runden sind es hier heute geworden. Ich glaube, eine dritte wird es hier heute nicht geben. Das reicht auch. Das war stupides Training für den Köln-Fahrt. Erstmal genug. Geile Nummer. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hat euch auch Spaß gemacht? Top, war. Ja, das Wetter war ja jetzt zum Ende nochmal richtig cool. Wir hatten ja eben noch die Befürchtung gehabt, es würde nochmal richtig regnen. Aber das Regenband ist glücklicherweise an uns vorbeigezogen. Ja, somit kann ich eigentlich sagen, war eine geile Nummer. Schaut gerne bei der Alexandra vorbei, beim Klaas, beim Bernd natürlich auch, bei Instagram, ist ja klar, ne? Ja, ja. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Mit diesen Worten bin ich raus. Wir bedanken uns recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Tschüss.